Die moderne Frau hat viele unterschiedliche Interessen, von denen viele lustigerweise mit dem Buchstaben M beginnen. Männer, Mode, Muffins, Marathon. Macht ist interessanterweise oft nicht dabei. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir uns an einen ziemlich schwammigen Machtbegriff gewöhnt haben. Die Macht der Macht, schreibt der deutsche Soziologe Niklas Luhmann, scheint im Wesentlichen auf dem Umstand zu beruhen, dass man nicht genau weiß, worum es sich eigentlich handele. So kommt es, dass die moderne Frau, wenn sie Macht hört, eher an Google, die NSA oder Wladimir Putin denkt, als an sich selbst. Aber tun wir doch mal an dieser Stelle so, als wäre die Macht kein abstrakt, unheimliches Nebelgebilde, sondern etwas ganz Konkretes. Nehmen wir an, die Macht wäre ein Apfel. Greifen wir nach ihr und schneiden wir sie vorsichtig in der Mitte durch. Was sehen wir? Die Kerne natürlich, ihre Grundbedeutungen. Macht kommt von Machen, von Können. Macht meint das Vermögen, die Potenz, Dinge zu beeinflussen, zu verändern. Die Beziehungen zu den Dingen, zu den Menschen, sein Leben insgesamt. So wie uns der tägliche Verzehr eines Apfels aufgrund seines hohen Vitamin-C-Gehalts Gesundheit beschert, so beschert uns die konsequente Entfaltung unserer Potenziale Glück und Freiheit. Und das ist dann tatsächlich auch die Kernthese meines Buchs. Macht ist der Schlüssel zu Glück und Freiheit. PS, das ist ein Buch nur für Frauen und für Männer, die Wesen und Logik der modernen Frau endlich mal tiefgreifend verstehen wollen.